So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei meiner kleinen Odyssee. Und zwar, die Leute im Discord, die mit mir im Discord-Channel sind, konnten ja abstimmen, was ich als nächstes mache, Street Fighter 2 oder, wie heißt, Mystic Quest Legend. Liegt einfach daran, ich habe jetzt Super Mario World Let's Played und da habe ich mir gedacht, komm, wenn ich sowieso schon immer dabei bin, dann kann ich auch mal ein bisschen von dem Dingsbums, bleibe ich halt ein bisschen bei dieser Konsole und guck mal, was ich so gespielt habe. Ist an sich, wenn ich so selbst betrachte, gar nicht so viel, was ich mit den Konsolen so gespielt habe. Sondern einfach eher, ja, wie soll ich sagen, nicht wenig Spiel, also nicht viele Spiele, aber dafür habe ich die relativ lange gespielt. So, Mystic Quest Legend. Ja, da habe ich auch schon mal weitergespielt. Gibt es auch ein Dingsbums nach oben? Ich muss die Einstellung erst nochmal gucken. Configuration. Input. Ab. Okay. Set Keys. Mal gucken. Hoch. Runter. Links. Rechts. Start. Select. A, B, X, Y, L, R. Gut. Super. Dann habe ich die schon mal soweit fertig. Ja, jetzt funktioniert das auch. Mach. Achso, muss ich ja erst ein neues Spiel gehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich nennen soll. Nennen wir uns mal ABC. Natürlich fange ich das Spiel von vorne an, ja. Also, wie man sieht, wird man einfach hier Schicksalsberg. Der läuft jetzt automatisch. Wir werden einfach irgendwo reingeschmissen. Was ist passiert? Wo bin ich? Schnell, lass uns von hier verschwinden. Beeil dich, spring zu mir hinüber mit dem B-Knopf. Ja, mit dem B-Knopf können wir springen, das war's aber auch schon. Und mit den einzelnen Waffen können wir interagieren. So. Ja, jetzt kriegen wir das sozusagen so eine kleine Art Tutorial. Die Prophezeiung erfüllt sich. Die Horden des Bösen sind in das Land eingefallen und haben die Kristalle der Erde in ihre Gewalt gebracht. Der Fokusturm, einst das Herz dieser Welt, ist nun das Zentrum der Finsternis. Nur einer kann das Land retten. Du, ABC. Ich? Ja, du, ABC. Du bist der Prophezeite. Und der erste Kampf. Arg, ein Monster! So, so, wir können jetzt hier kämpfen, fliehen, Steuerung und so weiter. Steuer G? Was bedeutet das? Können wir nichts machen. Okay. Kämpfen, Angriff, Magie, Rucksack. Im Rucksack haben wir aktuell nichts. Magie haben wir aktuell nichts. Kriegen wir später, wenn wir die Bosse besiegen. Angriff. Ja, wir können eigentlich nur angreifen. Kriegen 6 Punkte Schaden. ABC attackiert mit Eisenschwert. Ja, wir haben aktuell noch keine andere Waffe, also bleibt uns nicht viel übrig. So, gut. Was ich persönlich auch ganz cool finde an dem Spiel, du siehst den aktuellen Gesundheitsstand der Gegner, kannst du nur hier feststellen. Ja, der ist jetzt kurz vorm Verrecken, aber wir allerdings auch. Haben es aber gerade so geschafft. Ja, das ist ein bisschen zufallsgeneriert. Ich hatte es auch schon mal gehabt, dass ich 30 Goldmünzen gefunden. Juhu. Dass man einfach, wie heißt, lass mich schwätzen. Dass er schon mal ein paar kritische Treffer gemacht hat und damit das Tutorial schon im Arsch war. Ja, diese Bewegung, dieses Schulterzucken. Wo finde ich die Kristalle? Wer sucht, der findet. Und tschüss. Jetzt aber weg hier. Folge mir in den Geisterwald. Hi. Also dieses Schulterzucken findet man ziemlich häufig, weil die Leute doch hier ziemlich penetrant sind. So, ich folge dir jetzt. Zum Beispiel kriegst Begleiter A. Ich folge dir jetzt. Das war's dann auch schon. Der Held hat da relativ wenig mit zu schwätzen. Geisterwald. So. Jetzt fängt sozusagen das Gameplay an. Aber. Nicht so einfach. Wir haben relativ wenig. Wir haben keine Magie, die uns heilen könnte. Wir haben... Ups.
Rüstung können wir auch nur eine tragen, die wir gerade finden. Das bedeutet, wir haben jetzt auch nicht unbedingt... Oh, ich verwechsel immer die Knöpfe. Viel Auswahl. Noch nicht, sozusagen. Das ist also der Geisterwald. Und nun, geh deinen Weg. Hey, wo willst du hin? Ja, dann geht er einfach mal. Ja, das Problem ist... Stimmt. Kannst du den Fels beiseite schieben? Also, wir müssen jetzt über den drüber springen. Können wir machen. Danke, suche Kali an Forrester und gib ihr das. Baumwelke erhalten. Okay, wir können jetzt auch gar nicht weiter. Doch, hier können wir hin. In diesen Truhen sind immer irgendwelche kleinen Sachen. Das fände ich persönlich ganz cool. Wenn wir den Wald verlassen und wieder neu betreten, dann, ja, dann können wir auch ganz, dann sind die auch wieder gefüllt und so können wir uns so ein bisschen einen Vorrat aneignen. Aber mehr als 99 können wir auch nicht tragen. So, jetzt will ich aber mal mit meiner traditionellen Einleitung, da steht es ja schon, anfangen. Genau, was verbindet mich mit dem Spiel? Das Spiel habe ich gespielt, nicht nur früher, sondern das habe ich kennengelernt durch einen Kumpel von mir. Da war ich, ja doch auch so in der dritten, vierten Klasse ungefähr, das war an sich ganz cool. Kalia schließt sich dir an, supi. Ich will nur gucken, dass wir uns irgendwo noch hinlegen können, dass ich keine Krafttränke benutzen muss. Also hier können wir mit unserem Schwert ein bisschen zustechen. Nee, okay. Irgendwo konnten wir uns doch auch... Ich glaube, das waren Speicherkristalle. Nee, hier können wir aber speichern. Kannst du auch, glaube ich, auf jeder wirklich jedem erdenklichen Schritt speichern, so wie bei Pokémon. Finde ich persönlich sehr, sehr geil, dass es nicht immer nach irgendwelchen Speicherpunkten oder so geht. Ich will jetzt nur gucken, ob ich mich irgendwo heilen kann oder ob ich mich hier irgendwo versehen hatte, ich glaube. Finde die vier Kristalle. Also die Leute wissen aus irgendeinem Grund alle Bescheid. Du siehst müde aus, leg dich doch ins Bett. Klar, liebe Dame, mache ich gerne. Yay! Genau, auf jeden Fall habe ich das beim Kumpel gespielt. Ich glaube, Mark hieß der damals. Keine Ahnung, wir waren immer zusammen Fahrradfahren, waren bei uns im Dorf immer gemeinsam auf Erkundungstour, immer am Bach gespielt und so ein Kram. War immer voll cool. Wir haben da immer so kleine Staudämme und so gebastelt und hatten riesen Spaß. So, die findet jetzt hier irgendwie so einen komischen Baum. Lass mich den Baum fällen, wir müssen den Ausgang im Norden erreichen, okay. Wir können hier noch gar nicht so viel machen, weil die Axt... Also das ist immer ganz ganz simpel gemacht eigentlich. Wir kriegen später die Axt von der Kalia, wenn sie uns verlässt. Und ja, dementsprechend wird das immer so sein. Du kriegst einen Begleiter, irgendwann gibt er dir seine Sterne und die sind dann irgendwie voll... sind halt stärker als das vorherige Item. Persönlich finde ich es auch ganz gut, dass zum Beispiel manche, du kannst die Kalia steuern oder auch manuell einschalten. Ich mache es aber immer ganz gerne manuell und nicht automatisch, weil, wie heißt's? Es fängt die nämlich an, für schwache Gegner teilweise mächtige Zauber zu spammen und du kannst die Zauber nur in gewisser Weise machen. Ja, naja. Kalia attackiert mit Axt. Und das war's. Monster besiegt, Erfahrung erhalten und so weiter und so fort. Wir müssen nach Norden, eigentlich da hoch, aber ich fahre gerne immer alles ab, weil wir auch am Level steigern und dementsprechend mehr Energie und so einen Scheiß kriegen. Ja, auf jeden Fall war ich mit Marc immer ganz gerne unterwegs. Wir haben immer im Bach und so gespielt, Staudämme und so gebastelt, das was die kleinen Jungs halt nun mal so machen in dem Alter. Im Sport waren wir auch immer ganz toll tätig. Fußballverein waren wir damals gemeinsam. Ah, war schon genial. Und ja, keine Ahnung. Und dann, wenn wir halt mal an regnerischen Tagen, haben wir immer zusammen an seiner Konsole gespielt. Damals hatte ich, das war kurz bevor ich meinen Sega Mega Drive sogar bekommen hatte. Den habe ich relativ spät bekommen. Auf jeden Fall habe ich daher das Spiel kennengelernt. Und... Warte mal, die Kalia kann doch bestimmt Magie. Genau, die Kalia kann dreimal göttliche Magie, den Lebenszauber. Lebenszauber bedeutet, dass die uns heilen kann. Mit der Taste Y können wir auch manuell schalten. Genau. Naja, auf jeden Fall lief das halt so ab. Und da habe ich das Spiel kennengelernt und haben wir immer so das zusammengespielt. Immer so Areal für Areal. War immer ganz cool. Und seine Mutti hat uns immer so richtig leckere Muffins gebacken. Mmh, die vermisse ich heute noch.
Die waren so richtig lecker mit so Schokostückchen und so einem Kram. Was? Mit Salzsäure. Okay. Angriff. Achso, die haben wir auf automatisch gestellt. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Habe ich jetzt eben aus Versehen voll aus dem Blick verloren. Deswegen setze ich auch die ganze Zeit, genau, schwere Treffer sind sozusagen kritische Treffer. Die ist natürlich sau stark. Ja, die macht dann sozusagen solche, so einen Mist halt. Deswegen, naja, haben wir das auch mal gezeigt, so als Vorführeffekt. Naja, auf jeden Fall waren wir richtig cool befreundet, haben richtig viel Spaß gehabt, war sehr, sehr geil. Und ja, ich glaube nicht, irgendwann ist er halt weggezogen und dann haben wir uns leider aus den Augen verloren. Damals war das nicht so einfach mit Kontakt halten wie heute, liebe jüngere Belegschaft. Aber ich glaube, das ist auch so lange her, selbst wenn wir uns heute begegnen würden. Ich glaube nicht, dass wir uns großartig erkennen würden. Naja. So. Auf jeden Fall war es eine ganz coole, chillige Zeit. War ganz witzig. Und ja, so habe ich das Spiel halt kennengelernt. Und irgendwann, als ich dann doch ein N64... ich glaube, das war sogar der einzige Tag, wo ich das mal wirklich gespielt habe. Oder die einzige Zeit, weil ich glaube, selbst hatte ich... Auch als ich ein Super Nintendo hatte, war ich halt nicht mehr in der Lage, irgendwie an Games ranzukommen. Und beziehungsweise waren die dann noch relativ teuer. Oder es war einfach schwierig, da gab es noch kein Amazon oder eBay und so ein Kram, wie man es heute haben würde. Von daher kann ich das dann auch echt vergessen. So, dieser Baum ist was Besonderes. Da geht es nämlich mit der Geschichte dann noch weiter. Naja, das war dann eigentlich mit der Einleitung. Die Steuerung selbst ist halt so ein rundenbasiertes Spiel. Ja, Tasten ist ein bisschen schade, dass man da nicht wirklich eine Einleitung bekommt. Man kriegt zwar gesagt, okay, so und so und so sieht's aus. Benutzt ihn die Tasten. Ist klar, ist natürlich auch ein Emulator. Man muss halt den, entweder benutzt man so einen Original-Controller, so ein Original-Layout wie ich, oder man nimmt halt, anderen muss ich halt mit der Steuerung irgendwie klar werden. Und naja, so ist das halt. Kämpfen, Magie. Ich bin tot, habe ich jetzt ganz im Schwätzen vergessen. Aber das macht nichts. Lebenszauber halt einen immer komplett. Deswegen benutze ich eigentlich die göttlichen Magiepunkte ganz gerne für die Lebenszauber. Weil die Kraftzauber nur einen Teil heilen und ihr Lebenszauber komplett, aber beides gleiche Kosten hat. Jo, gut. Wann und warum spiele ich das Spiel? Warum ich das immer noch spiele, habe ich ja erklärt. Ich finde es einfach saugeil und manchmal ist es einfach ein schöner Nostalgieeffekt. Wann ich das Spiel ganz gerne spiele, manchmal spiele es, wenn ich abends im Bett liege und eigentlich keine Lust mehr habe, den PC anzuhaben, aber nicht wirklich schlafen kann und irgendwas mich irgendwie dann doch beschäftigen muss. Ihr kennt das, ihr liegt wach, ihr versucht einzuschlafen, könnt es nicht so ganz machen. Handy und so ein Scheiß ist halt relativ langweilig, weil man fast den halben Tag da dran sitzt. Und... Überraschung, der hat jetzt irgendwie vergiftet. Minotaurus greift an. Gut, kämpfen. Wir können ja sonst nicht viel machen. Wir können nur auf den eindreschen. Vorbei. 40. No, der hält ordentlich was aus. Schwerer Treffer, 90. Oh yeah. Oh, der wird sichtlich sauer, der Minotaurus. Naja, ich spiele das ganz gerne mal, wenn ich wirklich abends ein bisschen länger wach liege und ich den PC schon ausgemacht habe. Dann mache ich mir einen Laptop an, spiele Kleinigkeiten und dann kommen diese... Emulatoren spiele ganz gerne, da spiele ich auch manchmal Pokémon nochmal ganz gerne, einfach so, weil es halt chillig ist. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel den Laptop mit in der Schule dabei habe und wir einfach Pause haben, da bleiben wir meistens, da bleiben wir halt meistens in der Klasse und ja, so macht das halt auch, kann das auch relativ viel Spaß machen. Und sitzen wir uns immer zusammen, Marcel, Robin kennt ihr ja schon. Und ja, dann zocken wir das immer gemeinsam. Solche Sachen, ja. Sobald ich das Kraftelixier genommen habe, geht es mir wieder gut. Aber das Kraftelixier ist im Sandtempel. Macht euch keine Sorgen. Ich werde es finden.
Nimm die Axt an dich, bevor du gehst. Axt erhalten. Ich werde zurückkommen. So, mit dieser Axt können wir jetzt hier diese kleinen Bäume hier, jetzt nicht diese großen Bäume. Wir können jetzt hier mit den L- und R-Tasten können wir die Waffe wechseln. Die Axt natürlich stärker. Wir können uns jetzt ein bisschen den Weg freiklüppen, knüppeln. Mal gucken, weil hier gibt es manchmal auch so ein paar kleine Besonderheiten. Die wir so kleine Truhen, aber ich glaube in den meisten Fällen ist da wirklich nur so kleine Güffelscheiße drin. Güffelkacke in dem Sinne, so irgendwelche, ja, keine Ahnung, Tränke oder so. Und naja. So, ich habe auch keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon spielen. Monster können wir übrigens nicht überspringen. Wenn wir automatisch springen, dann kämpfen wir automatisch mit denen. So. Jetzt will ich aber kurz nochmal was gucken. Jo, sehe ich jetzt leider nicht. Beenden Sie die Aufnahme, Tonspur zu ändern. Ja, ja, passt schon. Gut. Ja, ist natürlich... Wie heißt's? Naja, auf jeden Fall eine Sache möchte ich euch noch zeigen, bevor ich jetzt auch aufhöre. Ich denke mal, das war dann auch genug. Wir sind jetzt Stufe 4, supi. Heiltrank gefunden. Ja, solche Sachen halt. Also, da müssen wir jetzt nicht großartig hier rumeiern. Gehe ich jetzt einfach mal... Den Waldtempel können wir jetzt verlassen. Den können wir jetzt in andere Richtung auch... Also wenn wir jetzt wieder reingehen, zeige ich euch das mal, sind natürlich die Monster wieder da, alle die wir besiegt haben, und so kann man je nachdem trainieren. Hier haben wir noch wieder Krafttränke gefunden, also es ist alles wieder da, ja. Die Monster und die Truhen, aber wenn man ein bisschen geschickt ist, kann man die meisten Truhen auch so finden, ohne dass man gleich hier alle Monster nochmal besiegen muss. So, jetzt kommen wir hier nach oben. Die Besonderheit an diesen Schlachtfeldern, 10 von 10, die müssen wir nicht machen, die können wir machen. Ja, Baum ist natürlich anfällig gegen eine Axt, ja, Baum ist anfällig gegen die Attacke, kriegt dementsprechend ordentlich Damage. Kloakenfrosch attackiert es mit Gift. Also ich muss sagen, was mir persönlich, ja, wir sind jetzt vergiftet. Was mir ganz gut gefällt, ist sind diese lustigen Sachen. Rucksack, Heiltrank, halt natürlich Statusveränderungen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Hier geht's dann weiter. Hier zum Sand. Hier müssen wir erst in den Sandtempel rein, bevor wir da weitermachen können. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Ich verabschiede mich von hier. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich würde noch sagen, Endfazit zum Spiel. Mir persönlich macht das sehr viel Spaß, weil ich damit groß geworden bin. Das Gameplay ist an sich ganz nett. Mir persönlich gefällt ganz gut, dass dass man den Gesundheitsstatus jetzt nicht irgendeiner Leiste oder so von den gegnerischen Monstern sieht, sondern dass man sondern dass man ganz einfach ja, dieses Brummen im Hintergrund, das ist mein Mikrofon, sondern dass man das an den Monster Sprites so ein bisschen sieht. Mir persönlich gefällt das halt sehr, weil ich es einfach mag. Ich mag es einfach, ganz einfach. So, mir gefällt so das Layout selbst. Und naja, Mystic Quest Legend, liebe Freunde. Und noch was, wenn man die Schlachtfelder komplett besiegt, so dass man irgendwann 0 von 10 hat, kriegt man immer so eine kleine Besonderheit. Entweder besonders viel Geld und besonders viel EXP oder sonst was, solche Sachen. Also bis dahin, ciao!